Die Eritreisch-Orthodoxe Tewahedo-Kirche ist eine christliche altorientalische Kirche in Eritrea. Die Kirche, die sich auf historischen Beziehungen zur koptischen Kirche aufbauend infolge der Selbstständigkeit Eritreas 1993 von der äthiopisch-orthodoxen Tewahedo-Kirche abspaltete, hat 2 Millionen Mitglieder in Eritrea. Bereits in den späten 1920er Jahren wurde von der italienischen Kolonialmacht in der Colonia Eritrea eine eritreisch-orthodoxe Kirche gegründet. In Abspaltung von der äthiopisch-orthodoxen Kirche, Ziel war, den Einfluss Äthiopiens in Eritrea zu reduzieren. Nach der Besetzung Äthiopiens durch Italien 1936 wurden beide Kirchen wieder vereint. 1998 ernannte der koptische Papst Shenouda III. Bischof Philippus zum ersten Patriarchen der eritreisch-orthodoxen Tewahedo-Kirche und entließ diese zugleich in Autokephalie. Unter widerstrebender Anerkennung durch die äthiopisch-orthodoxe Tewahedo-Kirche. Nach dem Tod von Philippus wurde zuerst Abuna Jakob und dann 2004 Abuna Antonios Patriarch. Internationale christliche Hilfswerke erkennen in der Absetzung des Patriarchen den Einfluss der eritreischen Regierung. Aufgrund seiner Aussagen gegen die Christenverfolgung in Eritrea. Nach dessen kirchenrechtlich umstrittener Absetzung wurde 2006 Bischof Dioskoros von der eritreischen Regierung zum Kirchenoberhaupt bestellt. Doch bis zu seinem Tod im Dezember 2015 nicht allgemein anerkannt, da ein Patriarch nur nach dem Ableben des vorigen ernannt werden kann. Der 79-jährige Abuna Antonios wurde am 27. Mai 2007 verhaftet, wie Amnesty International in einer Urgent Action im Juni 2007 bekannt gab. Die Kirchensprache ist altäthiopisch, die im Alltag jedoch nicht mehr gebraucht wird. Die Kathedrale der eritreisch-orthodoxen Tewahedo-Kirche befindet sich in Asmara und trägt den Namen Ndea Mariam.